Hallo miteinander. Hallo miteinander. Wir sind heute mal nicht auf der Alp. Sieht man, glaube ich, im Hintergrund. Ich glaube, so ein bisschen hat es nicht auf der Alp. Genau. Wir sind im Allgäu und zwar in Isny. Und wir sind jetzt hier, ich glaube, 5 Tage. Ja. Und fahren ein paar Touren von Isny aus. Aber vielleicht fahren wir aber mit dem Auto irgendwo hin. Und dein uns freier, wenn uns begleitet. Genau. Dein uns wirklich freier. Sage ich, auf geht's. Auf geht's. Ja, wir sind jetzt im Allgäu und heute wollen wir mal die Argentalrunde fahren. Die haben wir bei Outdoor Active haben wir die gefunden. Und das sind wir tatsächlich auch schon mal gefahren, halt ohne Kamera damals noch. Da ist der schwarze Grat. So sonnig das jetzt aussieht, ich sag's euch, das ist arschkalt. Ja, gestern hat es ja auch noch geschneit, oder? Ja. Also, arschkalt ist gelinde ausgedrückt. Und ein richtig eisiger Wind geht. Natürlich von vorne, woher auch sonst. Das wäre ja sonst langweilig, oder? Ja. Aber es ist trotzdem wunderschön. Jetzt habe ich mal die Kamera übernommen. Da geht es wieder der Bubbel auf. Und dann sticht der Jürgen normal immer einmal vorbei. Seht ihr, da kommt er schon. Und weg ist er. Das sieht man mal schön an. Ja, richtig schön. So, Meierhöfen. Richtig schön. Gefällt mir. Die Kirche von Meierhöfen, da schallt gerade Glocke. So, jetzt sind wir raus aus Meierhöfen und jetzt geht es weiter da nach. Richtung Eistrobel, Jürgen. Andreas, jetzt Richtung Eistrobel.
Das Wort hat mir gefehlt. Die Tour der Hanne, die führt viel über solche Landstraßen, wie wir jetzt gerade fahren. Aber da kommt kaum mal ein Auto. Jetzt haben wir Rückenwind. Das tut auch mal gut. Jetzt haben wir wieder voll Gegenwind. Aber jetzt fahren wir Richtung Eistobel gleich. Mal wieder ein Radweg. Und Rückenwind. Und jetzt wieder Rückenwind. Gar so kalt. Wir sind gerade abgebogen, jetzt haben wir wieder Rückenwind. Und jetzt kommt gleich die Brücke über den Eistobel. So, da fahren wir jetzt über den Eistobel. Wir haben mir fährt Andrea. So, Radfahrer. Donna. So, der Eistobel, das ist übrigens ein lohnendes Wanderziel. Relativ wenig los hat. Aber wir fahren jetzt weiter Richtung Grünebach darunter. So, was gibt es jetzt da? Man sieht zumindest uns im Glas. Genau. Aber es ist Käse drin, Getränke, ich glaube Landjäger da unten. Ja. Ja, wenn man Hunger hat, kann man sich hier was holen. Ich finde solche Automaten immer gut. Guck doch mal, da hat sogar eine Kaffeemaschine. Die Kaba hat jetzt auch gehen. Mit dem Kaba? Nö. Hoffentlich tut das Ding auch. Cappuccino Spezial. Marmorkuchen im Glas. Ist angenehm. Lass den schmecken, der schmeckt gut. Ja, ist gut, da ist Kaba ja. Noch drin. Ja, deswegen, das ist super lecker. Das ist das Spezial an dem Ding. Das ist jetzt richtig gut. Kaum empfehlen. Bei der Kälte. Und 3 Euro ist es wert. Jetzt hat Andrea gerade noch ein bisschen dick. Da gibt es Nussecke. Passend zum Cappuccino. Geldschein. Sterne und jetzt Geld in Form von Note. 44. 44. Nochmal. Du bist schnell, Jürgen. So, und jetzt kommt deine Nussecke. Das sind nehmen. Bis der Jürgen die Nussecke auf hat, hat ihn den Cappuccino getrunken. Das ist eine zähe Folie. Das ist ein starres Ding, he? Das ist echt eine zähe Folie. Und? Ist gut. Ist gut. Mhm. Lass es schmecken. Danke. Mhm. Ist gut. Ja. Richtig schön nussig. So. Jetzt trinken wir voll den Kaffee und essen die Nüsse fertig und dann fahren wir weiter. Genau. Das war jetzt gerade echt sehr willkommen. Der Kaffee, oder ne, das war ja ein Cappuccino Spezial, da war glaube ich Kaba mit drin im Geschmack noch. Der war wunderbar. Und die Nussecke auch. Also wirklich empfehlenswert.
falls ihr da mal vorbeikommt, Coffee to go. Aber lecker war's. Top. So macht's Fahrradfahren richtig Spaß, wenn man schön erhalten kann und einen Kaffee trinken oder sowas. Finde ich gut. Genussradeln. So, jetzt sind wir in Grünebach. Wenn wir eine halbe Stunde früher losgefahren wären, dann hätten wir da jetzt können nur in die Sennerei und den Käse holen. Haben wir genug Käse daheim. So ist's. Du darfst halt einfach jetzt so Trödel machen, Jürgen. Die Kirche von Grünebach. Bleiben frei. Grünebach hat eine öffentliche Toilette. Richtig gut. Da hinten durch, da sieht man der Hochgrat. Wahrscheinlich ist es. Da liegt aber noch ordentlich Schnee drüber. Und jetzt kommen wir noch schön auf. Da haben sie überall die Strommasten, da sind keine Leitungen mehr drin. Das ist jetzt schon der zweite, wo ich da sehe. Da haben sie wahrscheinlich umgestellt auf Erdkabel oder vielleicht Wireless-Strom. Danke. So, jetzt geht es weiter Richtung Röthenbach. Genau, ab geht's. Da geht's schon wieder Pupping an der Leib. Ich glaube, da vorne sind wir schon mal auf der Bänkle gesessen, gell? Ja. Aufpassen, Udo. Ja, die Tour, die sind wir schon mal 2020 oder 2019 sind wir die mal gefahren. Da waren wir auch da in Isny im Urlaub, Fahrräder dabei gehabt. Aber wie gesagt, damals alles nur ohne Kamera, ohne Video. Damals haben wir, glaube ich, genug zum Tour gehabt mit unseren Fahrrädern, gell? Da waren sie nämlich fast nigelnagelneu. Ja, stimmt, die waren ganz neu. Wir fahren jetzt tatsächlich ein Stückchen Bodensee-Königssee-Radweg. Ja, Stichwort Bodensee-Königssee-Radweg. Eigentlich haben wir den dieses Jahr fahren wollen. Das wird uns nicht gelingen. Genau, ich verändere mich beruflich und deshalb kann ich im Mai und Juni keinen Urlaub nehmen. Und im April wollen wir den Bodensee-Königssee-Radweg mit dem Zelt nicht machen. Nee, das ist so kalt. Oh. Deswegen haben wir das jetzt auch im Allgäu mit der Ferienwohnung gemacht. Genau. Aber der Bodensee-Königssee-Radweg wird noch kommen. Aber haltet das Jahr. Nicht dieses Jahr. Also das ist entweder als Drohung zu verstehen oder... Als Versprecher. Oder als Versprecher. Eher als Drohung. Also, jetzt fahren wir weiter. Genau. Da geht es jetzt ziemlich nah. Und das müsste jetzt Röthenbach sein. Und ich packe mal die Kamera weg, dass ich mit zwei Händen bremsen kann. Jetzt geht es mal wieder der Buckel auf. So, auf die Straße da oben müssen wir jetzt. Da oben, wo der Lastwagen fährt, da müssen wir auch noch. So, da sieht man jetzt mal die Argentalrunde, das Schild. Ich glaube, das erste Mal, dass man das jetzt sieht, gell? Ja. Aber wir haben da auch drauf geachtet, weil wir sehr auf dem Garmin sind. Ja. Wir sind jetzt von da unten gekommen. Und jetzt geht es da auf dem Bandrasserradweg weiter Richtung. Aber ich glaube, da haben wir nach Opfenbach kommen. Keine Ahnung. Sehr mobil. Ja, wir fahren gerade noch Navi. So wie wir schon mal gefahren sind. Also so ein Bandrasserradweg hat einfach was. Da ist immer wieder
schön. Schön. Aber da geht es jetzt erstmal der Buckel nach. So, jetzt sind wir da noch kurz durch das Bahnhofsgelände gefahren und jetzt geht es weiter auf dem Brennsasser Radweg. Wie ist deine Sattelstütze jetzt? Jetzt haben wir mal ein bisschen länger gefahren. Super. Also richtig super. Das freut mich. Ja, das ist jetzt nämlich der erste längere Einsatz, den wir sehr gut haben. Ja, bei dem Sommerwetter hast du ja halt fahren können. Das stimmt. Schöne Kirche. Die Kirche hat zu Oberhäuser. Da stand zumindest mal was, dass es da noch Oberhäuser gab. Mensch, Angst geht, dass es regnet, weil der Wettervorhersage hat bis vor 2 Tagen oder so hat er fast jeden Tag Regen erzeigt. Und jetzt sagt Wettervorhersage jeden Tag schönes Wetter. Aber kalt. Aber kalt. Aber egal, man kann sich ja wärmer anziehen. So, ich habe jetzt halt mein so ein Trikot und mein graues Wäschle und meine Windjacke. Das ist jetzt optimal. Ich bin auch so ein Spezialist. Gerade eben fällt mir ein, dass ich meine SD-Karte da oben vergessen habe. Ich meine, die in der GoPro, die ist ausreichend groß. Das müsste fast länger, aber muss mal gucken, vielleicht kann man irgendwo eine kaufen. Zur Vorsicht. SD-Karte kann man nie genug haben. Bin ich froh, dass du Technik-Sachen gepackt hast. Sonst wäre es wieder ich gewesen. So, gleich sind wir oben. Ein Berg auf und Berg ab. So, da muss ich ein bisschen machen. Da sieht man jetzt schön die Nagelflugkette. Andrea macht Bilder. So, und weiter geht's. Wir fahren jetzt übrigens Richtung Egloffs. Das sieht man jetzt auch noch mal so schön. Auto. Da sieht man auch Auto, wo kommt. Wenn ich mich richtig entsinne, Gott sitzt da auch massiv nah dran. Da muss jetzt die Kamera weg. Weiter Richtung Egloffs. Das ist jetzt da, wo ich gesagt habe, wo es so massiv runtergeht. Kamera weg. Sürgenstein. Sürgenstein? Ja. Das ist richtig toll. Da vorne steht's. Richtig schön. Ja, da sind wir gerade runtergekommen. Und da geht es noch ein bisschen weiter. Ja, da steht's. Sürgenstein. Jetzt sehe ich nicht auch. Ein Tomat auf die Augen. Da hinten steht's. Das ist privat. Das ist geil, ne? Machen wir ja weiter. Thank you.
So, jetzt stehen wir auf der Brücke über die Argen. Und da vorne geht es wieder nach Baden-Württemberg. Da wechselt man ständig zwischen Bayern und Baden-Württemberg dahin. Im Kreis Ravensburg sind wir jetzt wieder. Oh, da geht es jetzt schon wieder nach Isny, nur 10 Kilometer. Mein Garmin sagt nur 15 Kilometer. Ja, der direkte Weg wäre 10 Kilometer. Ja. Aber wir fahren ja da unten über Malaichen. Stimmt. Also der Gegenwind ist fast so ekelig wie auf dem Ding, wie auf der Via Claudia. Der, was war's, dritte, vierte Tag. Oh. Jetzt haben wir wieder volle Kanne Gegenwind. Und da fahren wir jetzt noch Malaichen. Aber hey, das mit dem Gegenwind ist ja klar. Wir haben die erste Hälfte Rückenwindkette. Das heißt, jetzt müssen wir umso mehr strampeln. So ist es. Ja, das sind wir schon mal gesessen, gell? Ja. Und da haben jetzt gerade mal der Akku gewechselt von der GoPro. Der war jetzt zwar nicht ganz leer, aber. Die hast du wenigstens nicht vergessen. Ja, immerhin die Akkus halten. <ey. lacht> Aber das ist eine große SD-Karte, wo da drin ist. Das misst eigentlich länger den Radakku. Ach ja. Ansonsten, man kriegt auch schnell eine her. So ist. Wenn man die SD-Karte vergisst. Daheim. Wenn kein Wind geht, ist richtig schön. Ja, ist richtig. Frisch gestartet mit der Banane geht es umso besser. He? Ja. Die Banane hat jetzt richtig gut da. Ist schon sakrisch kalt, Heo. Ja, ist richtig. Aber schön sonnig wenigstens. Ja. Ich glaube, jetzt kommen wir noch in dieses Malaichen. Ja, ich glaube, da vorne sehe ich schon Taser. Das ist doch auch ein Stück Bodensee-Königssee-Radweg, oder? Ich glaube, ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, da kommt jetzt mal Leichen. Genau. So, das ist jetzt mal Leichen. Da gibt es eine Kegelbahn. Ja, da ist ein schöner Biergarten, wenn auf ist. Ja, oh, ein schöner Biergarten. Ja, da. Ich glaube, da ist jetzt kalt. Ja, aber das wäre jetzt genau das Richtige. Komm, du hast doch erst ein Bananenkit. Ja, und? Ein Kuchen würde auch noch gut passen. Ach so. So, jetzt fahren wir nach Gestratz. Da vorne ist er schon. Gestratz. Osterbrunnen in Gestratz. Sieht richtig gut aus. Schön. Jetzt geht es daheim der Buckel auf. Ja, da geht es jetzt zu Bergen. Ich glaube, das ist ein Stück von der ganzen Runde. Ja. Also bergauf auf jeden Fall. Bergab war das Steile in dem Schlüssel. Ne? Egal, kriegt man auch noch. Genau. Also. Also, auf geht's. Auf geht's. Ja, da geht's. Das ist ganz schön der Boden. Aber zum Glück war es ganz kurz. Aber ich weiß nicht, damals, da sind wir schön wieder raufgekommen. Und heute ist es gar kein Problem. Sagst du? Nein, das passt. Da vorne müssen wir noch auf. Jetzt sind wir gleich im Bruck.
Herrlich. Jetzt geht's gleich nochmal auf. Booking also, auf und wieder Gegenwind wird so. Ja, aber so schönes Wetter. Richtig schön. Da wird schon vor uns gewarnt. Ja, das sieht man nochmal schön. Aber ist ein bisschen diesig halt. Richtig schön. Ja. War ich ein toller Tag jetzt. Genau. Wenn es nur so 4,5 Kilometer oder sowas, das sind wir schon wieder in Lesny. Ja. Aber das war der letzte Anstieg. Ja, das kannst du mir sagen. Ich bin immer noch ganz aus Atem. Passt schon. So, dann gehen wir uns jetzt Richtung Essen wieder. Da sehen wir jetzt schon wieder das schwarze Grat. Da unten ist Essen. Ein starker Wind. Boah. Jetzt sind wir wieder fast in der Ferienwohnung. Jo. War richtig schön. Kalt war es, aber schön sonnig. Aber wir sind gut erzogen gewesen. Also ist okay. Genau. Schön sonnig. Wunderbar. Ziemlich viel Wind, aber sonst ganz schön. Das war jetzt, glaube ich, 44 Kilometer und 600 Höhenmeter. Ja. War wunderschön. Es ist glatt so, Ding, so huppelig wie auf der Alp. Gell? Ja, es ist wie auf der Alp. Immer ein Auf und Nach. Genau. Aber wir sind es ja gewöhnt. Also. Wenn euch das gefallen hat heute, dann guckt auch das nächste Mal wieder zu, weil morgen fahren wir wieder. Das heißt für euch wahrscheinlich eine Woche später seht ihr das Video dann. Genau. Dann sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.